Ich fange jetzt an, fange jetzt an. Als Vorsitzende des Arbeitskreises Christ und Gesellschaft der Hermann-Ehlers-Akademie und als Mitglied der Kant-Gesellschaft begrüße ich Sie im Namen der Hermann-Ehlers-Akademie zu diesem Vortragsabend mit Herrn Professor Dr. Augsberg, Professor für Rechtsphilosophie und öffentliches Recht an der hiesigen Universität. Leider kann der Vortrag nicht in Präsenz stattfinden über Hannah Arendts Verhältnis zu Kant im Blick auf die Urteilskraft. Wir hoffen, dass mit der inzwischen ja vertrauten digitalen Übertragung von Veranstaltungen alles gut verläuft. Bitte schalten Sie die Webcam und das Mikrofon aus. Wenn Sie während der Diskussion schon Fragen haben, können Sie dies in das Chat eingeben oder Sie melden sich nach dem Vortrag bei der Diskussion zu Wort. Und nun gebe ich das Wort an Herrn Dr. Daube, den Vorsitzenden der Kant-Gesellschaft, weiter. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr und habe hier eine Rückkopplung technischer Art. Jetzt ist sie weg. Ich freue mich sehr, Sie zu begrüßen, zumal wir eine sehr, sehr lange Pause hatten. Die Tradition der Abendvorträge der Kieler Kant-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Hermann-Ehlers-Akademie, reicht lange zurück und wir hatten krankheitsbedingt und Corona-bedingt 1,5 Jahre Ausfall mit den Abendvorträgen. Jetzt ist ein Vortrag zustande gekommen mit Professor Augsberg, worüber ich mich sehr freue. Ich habe Professor Augsberg kennengelernt in Bordesholm bei der Universitätsgesellschaft, als er gesprochen hat über Menschenrechte und Menschenwürde. Und ich bekam im letzten Jahr einen Hinweis auf einen Vortrag, den er gehalten sollte und auch gehalten hat in der Kreisbibliothek in Eutin von einer Hörerin. Und ich habe daraufhin Professor Augsberg angeschrieben und ihn gefragt, ob er auch Interesse hätte, in der Kieler Kant-Gesellschaft, Hermann-Ehlers-Akademie, einen Vortrag zu halten. Und wir haben uns sehr schnell auf dieses Thema verständigt, nämlich eine versteckte Kritik der politischen Vernunft zu Kants und Arendts Theorie des Urteils. Politische Vernunft ist gefragt, und zwar nicht nur tagesaktuell, sondern generell. Während in Diktaturen und anderen despotisch orientierten Verhältnissen naturgemäß die Willkürherrschaft waltet, setzt man in demokratisch verfassten Gesellschaften für den Prozess der Entscheidungsfindung nicht nur aktuell, sondern eigentlich immer auf politische Vernunft. Und nicht nur die Hermann-Ehlers-Akademie setzt mit ihrem Auftrag der politischen Bildung auf den Primat gelingender politischer Praxis, sondern auch Immanuel Kant mit seinem Werk, das wir als Kieler Kant-Gesellschaft zu verbreiten trachten, in welchem er immer wieder das gesellschaftliche Handeln als primären praktischen Zweck unserer Vernunfttätigkeit betont. Der aktuelle Streit der Fakultäten, den Kant in seiner berühmten Schrift mit gleichlautendem Titel so treffend beschrieben hat und den wir heute jeden Abend und jeden Tag erleben können, zeigt auf allen Rängen gesellschaftlicher Kommunikation und Entscheidungsfindungen die großen Schwierigkeiten, was das denn nun konkret heißt, politische Vernunft. Demgemäß ist nicht nur der Appell an politische Vernunft wichtig, sondern eine grundsätzliche Besinnung darauf, wie leistungsfähig und verbindlich sie sein kann. Und damit wären wir beim Geschäft einer Kritik der politischen Vernunft und beim Thema des heutigen Abends.
Unser Referent, Professor Dr. Dr. Ino Augsberg, hat hierzu einschlägige Bezüge im Denken von Immanuel Kant und Hannah Arendt entdeckt und herausgearbeitet. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir diesen Vortrag gleich von ihm erleben dürfen. Zunächst möchte ich Professor Augsberg vorstellen. Er ist 1976 in Gießen geboren, hat in Freiburg und Heidelberg Philosophie, Kunstgeschichte, Literatur und Rechtswissenschaften studiert. 2001 Promotion zum Dr. Phil zu einem Thema über Heideggers ontologische Differenz im seinsgeschichtlichen Denken. Er hat da unterschieden zwischen dem Seienden und dem Sein, und das war nicht ganz unwichtig für die weitere philosophische Debatte. Professor Augsberg hat sein erstes und zweites juristisches Staatsexamen bei Karl-Heinz Ladeur in Hamburg absolviert, dann 2008 eine zweite Promotion gemacht, und zwar im Bereich der Juristerei. Der Titel war Die Lesbarkeit des Rechts, texttheoretische Lektionen für eine postmoderne juristische Methodologie. Im Mai 2008 bis April 2013 war Professor Augsberg wissenschaftlicher Mitarbeiter und akademischer Rat auf Zeit am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Kirchenrecht der Ludwig-Maximilians-Universität München. 2013 folgte die Habilitation zum Thema Informationsverwaltungsrecht zur kognitiven Dimension der rechtlichen Steuerung von Verwaltungsentscheidungen, erschien ein Jahr später. Und nach einer Vertretungsprofessur in Bayreuth wurde Professor Augsberg im Wintersemester 2013/14 Inhaber des Lehrstuhls für Rechtsphilosophie und öffentliches Recht und Co-Direktor des Hermann-Kantorowitsch-Instituts für juristische Grundlagenforschung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Neben den genannten Arbeiten hat Professor Augsberg weitere diverse Buchveröffentlichungen, Vorträge und Herausgeberschaften zu verzeichnen, von denen ich nur zwei erwähnen möchte. Das eine ist im vergangenen Jahr ein Tagungssammelband Hermann Kantorowitsch, Begriff des Rechts und der Rechtswissenschaft. Und das wurde herausgegeben zusammen mit den beiden anderen Co-Direktoren des Instituts, Saskia Lettmeier und Rudolf Meyer-Pritzel. Im vergangenen Jahr aber auch erschienen von Ino Augsberg We Aren't Arendt, Sprache und Urteilsstruktur, in einem Band, der heißt Recht auf Nichtrecht, rechtliche Reaktion auf die Juridifizierung der Gesellschaft. Herausgegeben auch von Ino Augsberg und seinem Bruder Steffen Augsberg und von Ludger Heidbrink. Mit diesem Bezug auf We Aren't Arendt kommen wir erneut zum Thema des heutigen Abends. Und mir war daran gelegen, die Vorstellung von Professor Augsberg ein wenig ausführlicher zu machen. Herr Augsberg, ich freue mich jetzt, Ihnen das Wort zu übergeben und Ihren Vortrag zu hören. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Ganz herzlichen Dank vor allen Dingen natürlich aber für die Einladung. Als Herr Daube mir die Einladung geschickt hat, war ich zunächst mal außerordentlich erfreut natürlich und fühlte mich sehr geehrt. Dann hatte er aber den Fehler gemacht, die Liste der bisherigen Referenten beizufügen. Und die war derartig illuster, dass ich sofort dachte, da kann man sich kaum einreihen, ohne sich zu blamieren. Und am Ende hat aber dann doch der Narzissmus über die Vernunft gesiegt. Und ich habe gedacht, das will ich trotzdem versuchen. Und möchte mit Ihnen heute tatsächlich über dieses Thema sprechen, Arendt und Kant und die jeweilige Frage danach, wie Sie mit der Frage des Urteils in seinen unterschiedlichen Ausprägungen umgehen. Ich mache das in mehreren Schritten, aber beginne einfach mal, Sie sehen nebenher die Folien. Im August 1957 notiert Hannah Arendt in ihr Denktagebuch: Anstelle des Wortes Geschmack kann man bei Kant überall Urteilsfähigkeit einsetzen. Dann ist sofort offenbar, dass es sich in der Kritik der Urteilskraft um eine versteckte Kritik der politischen Vernunft handelt.
Es geht Arendt also darum, die in der dritten Kritik formulierte Beschäftigung mit einem bestimmten Urteilstypus zu analysieren, nämlich jenen Urteilen, die Kant zufolge eine ganz charakteristische reflexive Struktur aufweisen und auf die Einstimmigkeit mit anderen zielen. Arendt will nun diese Urteile nicht allein, wie es dem kantischen Ansatz zu entsprechen scheint, als Frage des Geschmacks im Sinne vor allem des ästhetischen Urteils klären. Sie möchte das von Kant herausgearbeitete Geschehen vielmehr zumal und sogar primär als eine Bewegung begreifen, in der sich und durch die sich so etwas wie eine politische Gemeinschaft konstituiert. Um diese Frage nun, was zunächst bei Kant und dann in ihrer bewusst eigenwilligen Kant-Lektüre bei Arendt hier urteilen heißen kann oder heißen soll, soll es für mich im Folgenden gehen. Ich möchte mich dem Thema dabei in zwei grundlegenden Schritten nähern. Ein erster Schritt fragt zunächst nach den Bestimmungen des Urteils im Umfeld der Kritik der Urteilskraft. Und der zweite zentrale Schritt widmet sich dann Arendts Kant-Lektüre und unternimmt es ihre Übertragung des Urteils und der Urteilskraft in den politischen Bereich genauer zu erläutern. Gewissermaßen als ein die Betrachtungen einrahmender, in mancher Hinsicht vielleicht etwas dunkler Hintergrund zu diesen von Arendt und Kant ausdrücklich erläuterten Urteilsformen, möchte ich dann darüber hinaus aber auch noch einen weiteren Urteilsbegriff ansprechen, der offenbar sowohl bei Kant als auch bei Arendt zumindest etwas weniger manifest in Erscheinung tritt. Und zwar das Urteil im Sinn des speziell juridischen Entscheidungsgeschehens. Über seine Einordnung als eine bloße Unterart des Urteils insgesamt hinaus verknüpft sich damit für mich die Frage, welche spezifische Charakteristik und welcher Status gerade dieser Form des Urteils innerhalb der Architektonik der drei Kritiken zukommt. Es geht also um die Frage, ob das Recht und seine Handlungsformen lediglich ein spezielles Teilgebiet, ein spezielles separates Themengebiet der Philosophie bilden oder ob dieses angeblich bloße Untersuchungsobjekt auf die Untersuchung selbst zurückwirkt. Könnte es sein, so die Frage, könnte es sein, dass die juristischen Formen und Figuren mit ihrer Eigenart das Denken als solches infizieren und damit zu einem wenigstens impliziten Juridismus des Denkens überhaupt führen? Wenn man das Thema des Urteils auch aus diesem Blickwinkel betrachtet, also die etwas vielleicht geläufigere Perspektive zumindest ein wenig verschiebt, dann beginnt durch jene Königsberger Straßen, auf denen Immanuel Kant seine allabendlichen Spaziergänge unternommen haben soll, mit einem Mal ein gewisser eisiger Wind zu wehen, den man ansonsten vielleicht eher aus den engen Gassen der Prager Altstadt kennt. Und mit diesem Wind möchte ich beginnen. Erster Schritt also der Prozess. K. hatte sich etwas Ungeheures vorgenommen. Eine Aufgabe so gewaltig, dass noch niemand zuvor sie je in Angriff zu nehmen, ja auch nur an sie zu denken gewagt hatte. Er wollte der Vernunft selbst den Prozess machen. Genauer, eben wegen der Ungeheuerlichkeit dieser Aufgabe konnte nicht er selbst es sein, der das Verfahren eröffnen, den Prozess in seinen einzelnen Schritten vorantreiben und ihn schließlich den endgültigen, keine weitere Berufung oder Revision mehr zulassenden Urteil zuführen würde. K. durfte in dem Verfahren vielmehr allein die Rolle eines Gerichtsschreibers zukommen. Eines Gerichtsschreibers, der gewissenhaft die Akten des Prozesses führt und alles Vorgetragene penibel protokolliert. Die Rolle des Richters blieb jemand anderem überlassen. Die Vernunft sollte über sich selbst zu Gericht setzen und über die eigenen Ansprüche und die Frage ihrer Rechtfertigung ihr eigenes Urteil sprechen. Eben dadurch sollte sie zugleich sich selbst und das ihr eigentümliche Verfahren exakt bezeichnen und als Performativum par excellence exekutieren. Denken, so lautete der aus dem ganzen Unternehmen erst noch zu ziehende Schluss,
der ihm allerdings zugleich als Bedingung der Möglichkeit auch längst zugrunde lag. Denken heißt Urteil. Das Schließen auch Verschließen besagen, also nicht nur den Prozess des Erkennens und Entdeckens, sondern auch den des Verdeckens, Verstellens, Verstümmelns implizieren kann, blieb bei der Ausführung des Vorhabens weitgehend ausgeblendet. Sich selbst gegenüber nahm das kritische Geschäft eine offenbar weitgehend unkritische Position ein. Es stellte nicht in Rechnung, dass das eigene Verfahren charakterisierende Attribut ebenso im Sinne von heikel, prekär, hinsichtlich des erfolgreichen Abschlusses alles andere als gewiss verstanden werden könnte. Erst recht nicht legte das kritische Geschäft gegen die eigene Prozessführung als solche noch einmal Einspruch ein. Es formulierte keine Kritik der Kritik als Kritik des juridischen Raisonnements im weiteren Sinne, die zumindest auch auf die latente Unheimlichkeit des rechtsförmigen Vorgangs und der mit ihr einhergehenden Zurichtung zu für den rechtlichen Zugriff tauglichen Objekten achtet. Das Verfahren zweifelte kaum daran, dass die intendierte ultimative Grenzziehung, eine Schließung, die endgültig Schluss machen sollte mit allen bisherigen irrigen Spekulationen der metaphysischen Tradition, dass diese Schließung, diese Grenzziehung sowohl möglich als auch nötig ist. Dass auf diese Weise nicht erst nach der Beendigung des Kritischen das doktrinale Geschäft seinen Anfang nehmen, dass vielmehr der Kritik von Anfang an eine ihr eigene Dogmatizität eingeschrieben sein könnte, blieb dabei unbedacht. Die Priorisierung der kritischen Bewegung, das heißt die Notwendigkeit des Scheidens und des Unterscheidens, bildete offenbar ein wie selbstverständlich zugrunde gelegtes Vorurteil des gesamten Verfahrens. Die Bewegung wurde nicht noch einmal gegen sich selbst gewendet. Zumindest gelegentlich, wenn auch nur am Rande, nämlich in einer Nebenbemerkung, in denen sich bereits durch ihren Titel selbst als Marginalien zum eigentlichen Werk verortenden Prolegomena, blitzte allerdings auch noch eine andere Denkmöglichkeit auf. Diese Möglichkeit zeigt sich, wenn erwähnt wird, dass das kritische Denken nicht nur die Ränder des für die menschliche Vernunft Erkennbaren zu markieren hat, sondern sich auch an diesen Rändern entlang und sogar auf diesen bewegen, das heißt die Grenze nicht nur als Schlussstrich ziehen, sondern sich, Zitat, auf dieser Grenze halten kann. Danach muss die Bewegung des Krimein nicht in einem einzigen sauberen Schnitt zu Ende geführt werden. Möglich bliebe vielmehr auch ein Scheiden oder Schneiden, das sich noch gegen sich selbst kehrt und damit die Möglichkeit ganz andersartiger, eindeutiger Abgrenzungen unterläuft. Damit bin ich beim zweiten Schritt bei den Urteilen. In den Prolegomena findet sich im Übrigen jedoch auch eine jene bereits angedeutete Bestimmung, die Denken und Urteilen ohne weiteres in eins zu setzen und dabei zugleich das Urteilen qua logisches Schließen im Sinne eines zusammenfassenden Einschließens zu verstehen scheint. Denken, so heißt es dort, ist Vorstellungen in einem Bewusstsein vereinigen. Diese Vereinigung entsteht entweder bloß relativ auf Subjekt und ist zufällig und subjektiv, oder sie findet schlechthin statt und ist notwendig und objektiv. Die Vereinigung der Vorstellungen in einem Bewusstsein ist das Urteil. Also ist Denken so viel wie Urteilen und oder Vorstellungen auf Urteile überhaupt beziehen. An dem so verstandenen Urteil interessiert demnach weniger der Prozess einer Teilung oder Zersetzung als die durch den Schluss als Umschließung erreichte Vereinigung. Entsprechend ist an der Subsumption nicht so sehr die Unterordnung des Besonderen unter das Allgemeine, sondern die Sublimierung des auf diese Weise Erfassten entscheidend. Wiederum, offenbar unbedacht,
bleibt demgegenüber an dieser Stelle, dass auch das als Einigungsbewegung interpretierte Urteil von einer Teilung heimgesucht werden könnte, die sich noch gegen das entsprechende Verständnis selbst kehrt. Urteilen und Schließen bezeichneten diesem alternativen Verständnis zufolge zwei Vorgänge, die gerade nicht ohne weiteres in eins gesetzt werden können, sondern die in ihrer Differenz und auch in ihrem Zusammenhang noch weiter und genauer zu analysieren, also weiter auseinanderzulegen, weiter zu zerteilen sind. Der Schluss wäre somit nicht ohne weiteres selbst ein Urteil. Er wäre von diesem Urteil noch einmal zu unterscheiden. Genau eine solche Präzisierung im Sinne einer weiteren Zergliederung des Verhältnisses von Urteil und Schluss unternimmt Kant an anderen Stellen seines Werks. Eine entsprechend weitergehende Analyse der einschlägigen Zusammenhänge findet sich insbesondere in der als Handbuch zu Vorlesungen in Kants Auftrag und aufgrund seiner selbsteigenen Handschrift von Gottlob Benjamin Jesche herausgegebenen Logik. Unter Schließen, so heißt es dort zunächst, ist diejenige, offenbar spezifische, Funktion des Denkens zu verstehen, wodurch ein Urteil aus einem anderen hergeleitet wird. Aus dieser grundlegenden Bestimmung, die den Schluss bereits von den Urteilen absetzt, indem sie ihn als Relation zwischen zwei Urteilen bestimmt, wird dann ein weitergehender erster Schluss gezogen, der das Wesen des Schlusses noch präziser zum Vorschein bringen soll. Zitat: Ein Schluss überhaupt ist also die Ableitung eines Urteils aus dem anderen. Die hier zunächst noch scheinbar unentschieden zwischen Her- und Ableitung changierende Bestimmung wird im Folgenden ausdrücklich auseinandergezogen. Denn die Schlüsse lassen sich, gemäß dem nächsten Analyseschritt, in unmittelbare oder mittelbare unterteilen. Ein unmittelbarer Schluss heißt danach nun Ableitung, lateinisch Deductio. Mittelbar nennt Kant dagegen jetzt die Herleitung, nämlich einen Schluss, bei dem man, Zitat, außer dem Begriffe, den ein Urteil in sich enthält, noch andere braucht, um ein Erkenntnis daraus herzuleiten. Worauf sich die hier genannten anderen beziehen, bleibt uneindeutig. Die Struktur des Satzes legt zunächst eine Verknüpfung mit den am Anfang des Satzes genannten Begriffen nahe. Der unmittelbar davorstehende Satz spricht jedoch über ein vermittelndes Urteil, Judicium Intermedium, sodass sich das andere auch auf solch andere Urteile beziehen könnte. Schließlich lässt die elliptische Form des Satzes sogar ein Verständnis zu, dass das andere nicht als Attribut nimmt, sondern für sich stehen lässt. Also auf andere im Sinne von andere Personen, also andere urteilende Menschen bezieht. Die ohne derartige andere auskommenden Ableitungen bezeichnet Kant auch als Verstandesschlüsse. Die der Vermittlung über etwas anderes bedürftigen Herleitungen unterteilt er noch einmal in Vernunftschlüsse und Schlüsse der Urteilskraft. Diese Schlüsse wiederum werden durch eine weitere von Kant eingeführte Unterscheidung noch einmal genauer erläutert. Der erste Unterabschnitt in dem Abschnitt 3, Schlüsse der Urteilskraft, lautet zunächst, jene Unterscheidung benennend, Paragraph 81, Bestimmungen der Urteilskraft. Der Bestimmungen der reflektierenden der Urteilskraft. Bestimmende und reflektierende Urteilskraft. Der Text zu diesem Paragraphen führt aus, dass die Urteilskraft in sich selbst zwiefach ist, nämlich ein weiteres Mal zu unterteilen in die bestimmende oder die reflektierende Urteilskraft. Die erstere geht vom Besonderen, vom Allgemeinen zum Besonderen, die zweite vom Besonderen zum Allgemeinen. Gemäß der allgemeinen Unterscheidung von Allgemeinem und Besonderem wäre nun zu erwarten, dass nach dieser allgemeinen Bestimmung die genannten besonderen Formen
nähere Erläuterung erfahren. Also bestimmende und reflektierende Urteilskraft jetzt je für sich genauer in den Blick genommen werden. Der unmittelbar folgende Paragraph 82 der Logik scheint diese Aufgabe oder vielmehr deren ersten Teil auf den ersten Blick auch zu leisten. Ein etwas genauerer zweiter Blick macht jedoch klar, dass dieser Paragraph schon mit seiner Überschrift auf ein anders geartetes Verfahren deutet. Die eigentümliche Hinzufügung des die Besonderheit ausdrückenden Prädikats in Parenthese nennt die zuvor genannte Differenz von Allgemeinem und Besonderem zwar erneut, aber unterläuft sie zugleich, setzt sie buchstäblich in Klammern. Die Einklammerung verweist darauf, dass das, was auf diese Weise in Klammern gesetzt wurde, grundsätzlich auch weggedacht werden könnte. Für den eigentlich entscheidenden Hauptgedanken jedenfalls nicht unbedingt erforderlich ist. Paragraph 82 will die Schlüsse der reflektierenden Urteilskraft thematisieren. Die unter dieser eigenartigen Überschrift sodann gegebene Erläuterung weicht von der allgemeinen Bestimmung sogar noch weiter ab, indem sie nun offenbar die Urteilskraft als solche mit denjenigen Schlüssen verknüpft, die doch zuvor als speziell reflektierende bezeichnet wurden. Die Schlüsse der Urteilskraft, so heißt es jetzt, sind gewisse Schlussarten, aus besonderen Begriffen zu allgemeinen zu kommen. Der sich an diese Bestimmung wiederum direkt anschließende Satz soll ersichtlich, wie das jeweils verwendete also bzw. mithin anzeigt, selbst einen doppelten Schluss bilden oder einen solchen Schluss zumindest enthalten. Beide auf diese Weise intendierten Schlüsse lassen sich angesichts der vorherigen Ausführungen allerdings kaum als bloße Ableitung bezeichnen. Ja. Denn sie stehen eher quer zu den Definitionen. Sie bilden demnach selbst ein Beispiel für das, was sie benennen. Zitat, hier unten in Paragraph 82. Es sind also nicht Funktionen der bestimmenden, sondern der reflektierenden Urteilskraft. Mithin bestimmen sie auch nicht das Objekt, sondern nur die Art der Reflexion über dasselbe, um zu seiner Kenntnis zu gelangen. Dass diese Ausführungen zur reflektierenden Urteilskraft in Klammern, dem kein Pendant in Gestalt einer Erläuterung der bestimmenden oder gar einer bestimmenden in Klammern Urteilskraft mehr folgt, nicht einen bloßen Fehler bilden, die möglicherweise dann einem ungenügenden Verständnis des Herausgebers der Logik anzulasten wären, sondern dass sich darin etwas über die Eigenart der Urteilskraft und ihre prekäre Rolle im kantischen System zum Ausdruck bringt, das verdeutlicht ein genauerer Blick in die Kritik der Urteilskraft selbst, in der Kant jene Unterscheidung von bestimmenden und reflektierenden Urteilen oder bestimmender und reflektierender Urteilskraft ebenfalls prominent verwendet. Mit dieser dritten Kritik wollte er bekanntlich, Zitat, mein ganzes kritisches Geschäft beenden, um im Anschluss, wie es präzise heißt, ungesäumt, das heißt nicht nur ohne weitere zeitliche Verzögerung, sondern ebenso ohne weitere zusätzliche Grenzziehungen, zum Doktrinalen übergehen zu können. Die Auseinandersetzung mit der Urteilskraft dient also dem Abschluss des kritischen Projektes in dem Doppelsinn, dass das Projekt dadurch sowohl B als auch vollendet werden sollte. Dafür ist die besondere Aufgabe und Funktion der Urteilskraft herauszuarbeiten. Die Urteilskraft muss, weil sie, wenn sie ihrem Namen gerecht werden soll, nicht nur eine bestimmte Verknüpfung mehrerer Urteile, sondern auch die Urteile selbst verantworten muss. Diese Urteilskraft muss also mit den beiden anderen Vermögen des Menschen, Verstand und Vernunft, ihrerseits in einer bestimmten Verknüpfung stehen. Dergestalt macht sie, wie die Vorrede zur Kritik der Urteilskraft festhält, ein Mittelglied zwischen Verstand und Vernunft aus. Stellt man in Rechnung, dass in der ersten Kritik vorwiegend der Verstand als Vermögen der theoretischen Erkenntnis, in der zweiten dagegen das moralische Gesetz als Hervorbringung der praktischen Vernunft behandelt wurde, dann lässt sich diese Mittelstellung
auch mit Blick auf das Verhältnis von praktischer und theoretischer Philosophie ansprechen und damit der intendierte Abschlusscharakter hinsichtlich des Gesamtvorhabens noch einmal näher erläutern. Die Kritik der Urteilskraft fungiert demnach, wie eine Zwischenüberschrift ihrer Einleitung statuiert, als ein, Zitat, Verbindungsmittel der zwei Teile der Philosophie zu einem Ganzen. Mit ihr und durch sie soll sich dieses Ganze von theoretischer und praktischer Philosophie zusammenfügen. Die Urteilskraft steht allerdings nicht so zwischen den beiden Vermögen, dass sie einfach als ein drittes derartiges Vermögen genannt werden könnte. Ein solches Verständnis würde für Kant ihre Selbstständigkeit und Abtrennung von den anderen beiden Teilen unzulässigerweise zu stark gewichten. Die Urteilskraft ist vielmehr so wesentlich nur Teil, dass sogar unentschieden bleiben kann, ob sie eher ein Teil des einen oder des anderen Teils der Philosophie ist oder sein sollte. Beides bleibt, zur Not jedenfalls, möglich. Kant betont in diesem Sinne mit Bezug auf die Urteilskraft, dass, Zitat, ihre Prinzipien in einem System der reinen Philosophie keinen besonderen Teil zwischen der theoretischen und praktischen ausmachen dürfen, sondern im Notfalle jedem von beiden gelegentlich angeschlossen werden können. Die Urteilskraft bildet also, gerade als doppelt möglicher Teil der Teile, ein eigentümliches Vermögen des Anschlusses und der Verbindung. Ihre auf diese Weise bezeichnete seltsame, schwer verständliche Zwitterstellung bestätigt sich in dieser Perspektive nur noch einmal, aber mit noch etwas anderer Akzentuierung, wenn man nun den Blick von der Vorrede zur dritten auf die Vorrede zur ersten Kritik zurückwendet. Denn auch dort wird die Urteilskraft bereits ausdrücklich genannt. Ihre Funktion unterscheidet sich nun aber von der einer Vermittlung und Verknüpfung der beiden Hauptteile der Philosophie. Während jene Verbindung und der Status des doppelten Anschlusses scheinbar auf eine gewisse Nachzüglerrolle schließen lässt, der gemäß das kritische Geschäft schon begonnen und in seinen ersten Teilen auch bereits vollendet sein muss, damit nunmehr nur noch die abschließende Verknüpfung zu einem Ganzen erfolgen kann, nennt die erste Vorrede zur ersten Kritik eine Urteilskraft, die dem kritischen Unternehmen als Ganzen noch vorausliegt. Und zwar so, dass sie dieses überhaupt erst ermöglicht. Kant spricht in dieser Vorrede von einem seltsamen Indifferentismus, der die zeitgenössische Wissenschaft kennzeichne, eine Gleichgültigkeit, die Kant einerseits als die Mutter des Chaos und der Nacht in Wissenschaften bezeichnet, die andererseits aber doch zugleich der Ursprung, wenigstens das Vorspiel einer nahen Umschaffung und Aufklärung derselben sein soll. Eben deswegen bildet jene Gleichgültigkeit ein Phänomen, das Aufmerksamkeit und Nachsinnen verdient. Zitat: Sie ist offenbar die Wirkung nicht des Leichtsinns, sondern der gereiften Urteilskraft des Zeitalters, welches sich nicht länger durch Scheinwissen hinhalten lässt, und eine Aufforderung an die Vernunft, das Beschwerlichste ihrer Geschäfte, nämlich das der Selbsterkenntnis, aufs Neue zu übernehmen und einen Gerichtshof einzusetzen, der sie bei ihren gerechten Ansprüchen sichere, dagegen aber alle grundlosen Anmaßungen nicht durch Machtsprüche, sondern nach ihren ewigen und unwandelbaren Gesetzen abfertigen könne. Und dieser ist kein anderer als die Kritik der reinen Vernunft selbst. Dem ganzen Projekt liegt damit ein Geschehnis zugrunde, das sich selbst einer bestimmten, nämlich auf einer spezifischen Stufe der eigenen Entwicklung angekommenen Urteilskraft verdankt. Diese Urteilskraft als ein zeitlicher Prozess, ein Werden, soll die Entdeckung der überzeitlichen Gesetze ermöglichen.
Stellt man ferner in Rechnung, dass Kant in einer an den durch Fettdruck hervorgehobenen Begriff Urteilskraft eine kleine Sternchenfußnote anschließt, die statuiert, unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muss, dann ist man zu versucht zu fragen, ob sich nicht die so verstandene Urteilskraft als eine Kritik der Kritik bezeichnen ließe. Denn so formuliert der französische Philosoph Jean-Luc Nancy, die, Zitat, Urteilskraft geht hier allem voraus. Sie ist es, die den Gerichtshof verlangt. Aber zugleich ist sie doch kein echter Ursprung, keine noch höhere Instanz, der das im doppelten Sinn zu verstehende Vorrecht zukommt, den Gerichtshof der Vernunft in seine Rechte einzusetzen, also das kritische Geschäft aufzunehmen, durchzuführen und schließlich zu beenden. Sie ist nur das Vorspiel hierzu. Ich weiß nicht, ob Sie die Präsentation eigentlich sehen können. Ich habe sie nämlich nicht mehr hier, aber können Sie sie noch erkennen? Im Moment kann man nichts sehen. Vorhin hatten Sie sie eingeblendet. Dann sind es irgendwas jetzt, gegangen. Jetzt sehen wir sie wieder. Ja. Also da stehen wir. Und kommen jetzt zum dritten Teil der Arendt-Lektüre. Urteil und Urteilskraft sollten der Gegenstand des dritten und letzten Teils von Arendts Werk The Life, The Mind werden. Das in seiner Gesamtarchitektur, die ersten beiden Bände waren dem Denken und dem Wollen gewidmet, ersichtlich an die drei kantischen Kritiken angelehnt ist. Arendt konnte diesen letzten Teil allerdings nicht mehr beenden, noch nicht einmal wirklich damit anfangen. Der Anfang, dem sie in ihrem Denken stets so entscheidende Bedeutung für das Menschsein zugesprochen hatte, wir können etwas beginnen, weil wir Anfänger und damit Anfänger sind, heißt es, und der nach ihrem Wort stets, was Raum und Zeit betrifft, gleichsam aus dem Nirgendwo erscheint, also den Zusammenhang alles dessen, was zuvor war, unterbricht und sprengt, dieser Anfang wurde selbst unter und für immer abgebrochen. Nach ihrem Tod fand man in Arendts Schreibmaschine eingespannt ein Blatt, auf das sie lediglich die Überschrift des geplanten Part 3, Judging, sowie zwei für die geplante Ausarbeitung offenkundig leitende Motti getippt hatte. Beide Zitate enthalten nur den Text, keine Nachweise. Das zweite Zitat stammt aus Faust 2, das erste bildet eine berühmte lateinische Sentenz aus Lucans De Bello Civili, mit der Arendt zugleich den Bogen zu den früheren Teilen von The Light of the Mind schlägt, weil sie mit diesem Satz bereits das auf die beiden nachfolgenden Teile vorweisende Postskriptum zum ersten Teil beendet hat. Victrix causa diis placuit sed victa catoni. Im gegebenen Kontext erscheint dieses Epigraph zugleich als Epitaph für das eigene, nicht mehr siegreich vollendete Vorhaben. Das Urteilen bricht ab, bevor es richtig begonnen hat. Arendts Beschäftigung mit dem Urteilen lässt sich aber sehr viel weiter zurückverfolgen, das heißt auf noch andere, frühere Anfänge beziehen. Ein erster entscheidender Anstoß, sich nicht nur überhaupt mit dem Urteilen zu beschäftigen, sondern dabei zugleich eine sehr spezifische Perspektive einzunehmen, dürfte für Arendt in der Zeit ihrer Beschreibung des Eichmann-Prozesses gekommen sein. Arendt legte hier als Prozessbeobachterin Wert darauf, nicht möglichst neutral den eigenen Standpunkt so weit wie möglich verdeckend von dem Geschehen bloß zu berichten. Sie wollte vielmehr damit anfangen, ein eigenes Urteil über das Geschehen abzugeben. Aber ein Urteil, das sich von dem konkret juristischen noch einmal deutlich absetzt und unterscheidet, weil es zugleich sehr bewusst nicht aus der Perspektive einer an der eigentlichen Entscheidung beteiligten Person, sondern aus der Position einer bloßen Beobachterin dieses Entscheidungsfindungsprozesses gesprochen wird. Nur in einem solchen Urteil
kann aus Arendts Sicht das Geschehen zur Geschichte im Sinne einer Erzählung werden, die als solche dann die Vergangenheit nicht bewältigen kann, aber es vielleicht ermöglicht, das Geschehene auszuhalten. In einem Brief an Gershom Scholem, der ihr eben diesen Versuch zum Vorwurf gemacht hatte, verdeutlicht und verteidigt Arendt dieses eigene Vorgehen und betont seine Notwendigkeit. Sie schreibt: Und wenn Sie vielleicht recht haben, dass es ein abgewogenes Urteil noch nicht geben kann, obwohl ich es bezweifle, so glaube ich, dass wir mit dieser Vergangenheit nur fertig werden können, wenn wir anfangen zu urteilen, und zwar kräftig. Mein Urteil in der Angelegenheit habe ich klar ausgesprochen. Genau diesen Aspekt eines Urteils, das nicht von einem Teilnehmer, sondern von einem bloßen Beobachter des beurteilten Ereignisses getroffen wird, hebt Arendt auch in ihrer posthum veröffentlichten Vorlesung über Kants politische Philosophie hervor, die in mancherlei Hinsicht als eine erste Ausarbeitung zu dem dann ungeschrieben gebliebenen Werk über das Urteilen angesehen werden kann. Die Grundidee dieser Vorlesung besteht darin, Kants Konzeption des ästhetischen Urteilens als eine, möglicherweise selbst ihrem Autor, verdeckte Form einer Theorie des politischen Urteils zu erklären. Der Anfang dieser Idee reicht deutlich weiter zurück. Wie einleitend schon genannt, notiert Arendt schon Ende der 1950er Jahre in ihr Denktagebuch die grundlegende Idee, dass es sich in der Kritik der Urteilskraft um eine versteckte Kritik der politischen Vernunft handelt. Im Zuge der Ausarbeitung nun dieser frühen, durch Jaspers angeregten Idee, erläutert Arendt in der Vorlesung zunächst einmal vor allem die Differenz zwischen einer Teilnehmer- und einer Beobachterperspektive. Sie bezieht sich dabei auf den eigenartigen Doppelbefund, dass Kant die Französische Revolution als Ereignis ebenso emphatisch begrüßte, wie er zugleich die konkreten Taten der Revolutionäre scharf verurteilte. In Arendts Erläuterung bezeichnet diese Diskrepanz nicht nur das Zurückschrecken einer zutiefst bürgerlichen Existenz vor den notwendigerweise auch grausamen Folgen einer Idee. Die Diskrepanz weist vielmehr in ihrer Lesart zurück auf die besondere Funktionsweise dessen, was Kant Urteilskraft nennt. Diese beruht danach wesentlich auf dem, was mit der reflektierenden Bestimmung hier schon angesprochen, aber noch nicht näher expliziert wurde. Die Reflexion richtet sich nämlich nicht primär auf das Objekt des Urteils. Sie ist keine genauere Erkenntnis dieses Objekts. Ebenso wenig aber ist sie, wie es vielleicht in der kantischen Tradition, in der kartesianischen Tradition und auch in der kantischen Perspektive selbst hätte naheliegend scheinen können, ist sie eine auf das einzelne Subjekt in seiner universalen Struktur gerichtete Betrachtung. Sie richtet sich stattdessen auf eine mögliche Vielzahl von Subjekten, die gerade nicht in ihrer allgemeinen, also allgemeinen Struktur, sondern ihren jeweiligen Besonderheiten in den Fokus des Interesses rücken. Das urteilende, also reflexive Subjekt ist für Kant per Definitionem exzessiv. Es muss sich selbst übersteigen, um zu seinem Urteil zu gelangen, das als solches dann demzufolge eigentlich genau genommen nie ausschließlich und ganz sein eigenes genannt werden kann. Urteilen ist Urteilen, wenn der Urteilende nicht ausschließlich bei sich, sondern immer zugleich auch schon bei anderen ist, wenn er die eigene Position verlassen und in Gedanken mit Hilfe des Vermögens der Einbildungskraft die Position der anderen eingenommen hat. Der gesamte Prozess setzt voraus, so formuliert es die Kritik der Urteilskraft ganz explizit, dass man sein Urteil an anderer nicht sowohl wirkliche als mögliche Urteile hält und sich in die Stelle jedes anderen versetzt, indem man bloß von den Bedingungen, die unserer eigenen Beurteilung zufälligerweise anhängen, abstrahiert.
Mit dieser Bestimmung des Urteils geht eine Dissoziation von reflexivem Urteilen und formaler Logik einher. Während die Logik ein Denken ist, das vom Selbst abhängt, ausgeht und abhängt, bildet das Urteilen einen Prozess, der von der imaginären Gegenwart anderer, das heißt von der Fähigkeit, die eigene Perspektive mit den vorgestellten anderen zu teilen, abhängt. Statt einen Entscheidungsmaßstab vorauszusetzen, dem die besonderen Umstände des Einzelfalls nur zu- und unterzuordnen sind, muss das so verstandene Urteilen den für die gegebenen Einzelfälle verbindlichen Entscheidungsmaßstab jeweils erst gewinnen. Anders als der logische Schluss kann dieses Vorgehen niemals absolute Gültigkeit behaupten. Es ist in gewissem Maße per Definitionem kontingent, das heißt auf Selbständerung hin angelegt. Es ist aber dabei ebenso wenig einfach a posteriorisch, empirisch auf eine tatsächlich feststellbare Übereinkunft hin angelegt, sondern es kann deswegen dennoch rein genannt werden, weil die Übereinkunft im Sinne des Genannten sich hineinversetzend in andere gerade keinen realen, sondern einen bloß fiktiven Vorgang benennt. Das kantisch gedachte Geschmacksurteil stellt die Übereinkunft nicht fest, sondern stellt diese nur vor. Es prozediert im Modus des Als-Ob. Arendt bezeichnet dieses Urteilen, das ein mit Hilfe der Einbildungskraft vollbrachtes Sich-Vorstellen sein soll, auch als kritisches Denken. Das Kritische ist dabei wiederum dem Logischen entgegengesetzt, weil es, anders als dieses, nicht auf dem Grundsatz des Einssein mit sich selbst, also auf der Widerspruchslosigkeit beruht, sondern die Pluralität und das heißt auch den Widerspruch der anderen geradezu fordert und herausfordert. Das Urteilen zielt danach zwar auf Einstimmigkeit mit anderen ab. Diese Einstimmigkeit mit anderen ist aber, als der Einbildungskraft entstammend, eine im strengen Sinne nur eingebildete, niemals tatsächlich gegebene, als solche erkenn- und bestimmbare Einstimmigkeit. Das Geschmacksurteil selber, so formuliert es Kant, postuliert nicht jedermanns Einstimmung, denn das kann nur ein logisch allgemeines, weil es Gründe anführen kann, tun. Es sinnet nur jedermann diese Einstimmung an, als einen Fall der Regel in Ansehung dessen, der die Bestätigung nicht von Begriffen, sondern von anderer Beitritt erwartet. Die Einstimmigkeit mit anderen bringt diesen Gegensatz zum begrifflichen Begreifen auf den ausgesprochen passenden, das heißt angemessen unangemessenen Begriff, nämlich auf einen Begriff, dessen postulierter Einheit die mit ihm verknüpfte Vielheit sogleich widerspricht. Der Widerspruch ist in das Syntagma selbst eingetragen. Die Einstimmigkeit mit anderen bleibt in sich selbst widerspruchsvoll, nicht nur, weil sie die tatsächliche Fehlstimmigkeit niemals wirklich überwindet, sondern vor allem, weil sie sich selbst, wie Arendt präzise notiert, als Widerspruch zu dem als Einstimmigkeit mit sich selbst firmierenden Satz des Widerspruchs setzt. Noch genauer ausgedrückt, könnte man vielleicht formulieren, dass jene Einstimmigkeit nicht einfach konträr zur formalen Logik verläuft, sondern in einem strengen Sinne als paralogisch zu bezeichnen wäre. Denn sie ist nicht einfach der Logik entgegengesetzt, als ein gegen das Widerspruchsverbot eingelegter Widerspruch, sondern sie verläuft im gewissen Sinne neben der Logik her. Sie bewegt sich an deren Rändern entlang, ohne sie selbst in Frage zu stellen, aber dadurch doch zugleich ganz andere Perspektiven eröffnet. Das kritische Denken, so wie Arendt es bezeichnet und versteht, nennt in diesem Sinne ein Teilen, das kein Schließen, sondern ein Öffnen ist. Kritisches Denken spielt sich nach wie vor in der Einsamkeit ab, so schreibt sie. Doch durch die Einbildungskraft macht es die anderen gegenwärtig,
und bewegt sich damit in einem Raum, der potenziell öffentlich, das wird erläutert, als nach allen Seiten offen ist. Ein solches Denken verdankt sich dem, was Kant die erweiterte Denkungsart nennt und mit dem Gemeinsinn sensus communis verknüpft, dem als sein Gegensatz dann der logische Eigensinn sensus privatus kontrastiert wird. Letzterer, also der logische Eigensinn, bildet für Kant, der auf diese Weise den ursprünglichen griechischen Sinn von Idiotes mit dem modernen Begriffsverständnis verknüpft, das, Zitat, einzige allgemeine Merkmal der Verrücktheit. Denn, so heißt es, es ist ein subjektiv notwendiger Probierstein der Richtigkeit unserer Urteile überhaupt und also auch der Gesundheit unseres Verstandes, dass wir diesen auch an den Verstand anderer halten, nicht aber uns mit dem unsrigen isolieren und mit unserer Privatvorstellung doch gleichsam öffentlich urteilen. Urteilen meint auf diese Weise für Kant ebenso wie für Arendt einen Vorgang, in dem Menschen sich aneinander halten. In Form des Haltens oder ein Halten, in dem Jeffersons aus Arendts Sicht im Übrigen ungereimt erscheinendes Diktum »We hold these truths to be self-evident« zumindest leise nachhalt. Also ein Halten der Menschen aneinander, indem sie miteinander die Welt teilen. Dieses Teilen der Welt lässt sich nie zu einer dauerhaften Haltbarkeit stillstellen. Es ereignet sich, oder vielleicht noch genauer gesagt, es passiert. Sein prekärer Status findet seinen prägnanten Ausdruck in jenem unscheinbaren kleinen Wort, das für die kantische Argumentation in der Kritik der Urteilskraft so typisch ist. Gleichsam. In ihm klingt jener kryptopoetische Zug des ganzen Unternehmens an, der die Konstruktion als solche immer nur im Modus des Als-Ob präsentiert. Das Urteilen ist demnach, einem Schluss zufolge, der sich bei Kant so nicht findet und dem auch Arendt in dieser Form nicht ausdrücklich zieht, der sich aber bei ihr zumindest doch den Prämissen ihrer Argumentation und den daraus gezogenen Folgerungen hinreichend deutlich entnehmen lässt. Das Urteilen ist wesentlich ein Mitteilen. Dieses Mitteilen muss aber dann noch weiter bestimmt und erläutert werden. Es ist zwar ein sprachliches Geschehen, gerade aber als solches, als sich ereignende Passage der Welt, ist es von bloßer Kommunikation scharf zu unterscheiden. Es erschöpft sich nicht in der wechselweisen Übermittlung von Botschaften. Sprechen heißt für Arendt mehr als bestimmte Wörter gebrauchen, um sich miteinander zu verständigen. In einer Diskussion mit dem amerikanischen Philosophen C.B. McPherson, der ihr einen allzu idiosynkratischen Umgang mit Begriffen vorgehalten hatte, legt Arendt diesbezüglich ihre Karten auf den Tisch. Sie schreibt oder sagt in dieser Diskussion, die aufgezeichnet worden ist und später verschriftlicht: Meiner Meinung nach hat ein Wort eine viel engere Beziehung zu dem, was es ausdrückt oder was es ist, als nur die Art und Weise, in der es zwischen Ihnen und mir gebraucht wird. Das heißt, Sie schauen nur auf den kommunikativen Wert des Wortes. Ich schaue auf die aufschließende Qualität. Und diese aufschließende Qualität hat natürlich immer einen geschichtlichen Hintergrund. Das führt zunächst offenbar zurück zu den beiden berühmten, in Arendts Lesart unmittelbar zusammengehörigen aristotelischen Bestimmungen von Zoon Politikon und Zoon Logon Echon. Das, was man Politik nennt, hat für Arendt welterschließende Funktion, weil es auf die Fähigkeit eines gemeinsamen Sprechens verweist, das in dieser Perspektive keine bloße Bezeichnung einer bereits erschlossenen Welt bildet,
sondern diese Erschließung selbst, und zwar immer gemeinsam mit anderen, selbst als solche vollzieht. Im mitteilenden Urteilen, das per Definition niemals bloß zur Wahrheit und damit zugleich an das eigene Ende gelangen kann, in diesem Urteilen wird der entsprechende Vollzug manifest. Dieser Befund ermöglicht zugleich einen zweiten, jetzt etwas genaueren Blick auf das, was Arendt an der Stelle der Diskussion mit Macpherson eigentlich sagt. Das heißt, auf das von ihr ursprünglich gebrauchte englische Wort, das dann in der Übersetzung hier als aufschließende Qualität erscheint. Spätestens der Hinweis auf die zu beachtende Geschichte des Wortes, der Arendts an anderen Stellen immer wieder betontem Interesse an etymologischen Zusammenhängen entspricht, macht deutlich, dass hier nicht ein bestimmter semantischer Gehalt, sondern ein Wort in seiner spezifischen, buchstäblich zu nehmenden Gestalt in Rede steht. Genau diesem Wort müsste, um Arendts Aussage zu entsprechen, eine spezifisch aufschließende Qualität zukommen, die über seinen bloß kommunikativen Wert im Sinne des übersetzbaren semantischen Gehaltes hinausreicht. Wovon also ist hier wortwörtlich die Rede? Arendt verwendet an dieser Stelle nicht einfach ein positives Attribut. Sie verwendet vielmehr ein Wort, das das primäre seinerseits bereits negativ konnotierte Attribut mit einem negierenden Präfix so zusammenfügt, dass eine eigentümliche Negation der Negation entsteht, deren Pate allerdings nicht Hegel heißen dürfte, sondern die eher auf Heideggers Rede von der Wahrheit als Unverborgenheit qua Aletheia zurückverweist. Arendt spricht von der Disclosing Quality des Wortes. Sie verweist damit zugleich implizit der Negierung von Logos und Conclusio widersprechend auf einen nicht nur auf, sondern zumal entschließenden. Das Schließen, etwa das Schließen einer Akte oder eines Falles, case closed, das Schließen einer solchen Bedeutung noch einmal gegen sich selbst kehrendes, also das Schließen selbst schließendes und eben dadurch neue Möglichkeit eröffnendes Verständnis. Ein Prozess, der sich immer wieder neu eröffnet. Das Präfix dis in Arendts Wort disclose negiert damit nicht nur das Verb, das ihm folgt, es negiert die Negation, die in diesem Verb selbst ausgedrückt wird. Auf diese Weise hebt es sich aber nicht nur einfach in ein höheres Drittes auf. Es bringt ein weiteres Mal eine Wiederholung zum Ausdruck, die dem Präfix wortgeschichtlich seinerseits bereits eingeschrieben ist. Denn das lateinische dis bildet nicht allein eine Präposition, die nur in Zusammensetzungen vorkommt und das Getrennte oder Entgegengesetzte anzeigt. Dieses Präfix verweist darüber hinaus über die indogermanische Wurzel dwis vermittelt auf einen ihm nicht nur im Reim verbundenen, sondern eben auch wortgeschichtlich an die Seite gestellten Zwilling bis. Auch die Einstimmigkeit mit anderen, scheint damit gesagt, setzt nicht nur immer schon eine Zwei- oder Mehrstimmigkeit voraus. Sie muss immer wieder neu aus dieser heraus gewonnen werden. Das Urteilen, wesentlich mitteilen heißt, sagt danach zugleich, dass seine Teilung sich fortsetzt. Urteilen meint damit nicht so sehr entscheiden. Urteilen meint in diesem Verständnishorizont sprechen, immer weiter sprechen, um sich durch und in Sprache die Welt zu teilen und sich in der Welt zurechtzufinden. Damit komme ich zum Abschluss, zum Fazit. Wenn Kant den bestimmenden Urteil, das reflektierende Urteil gegenüberstellt und dabei jenes vorwiegend mit dem Verfahren der Logik, dieses dagegen mit der dezent als paralogisch ausgewiesenen Ästhetik verknüpft, und wenn Arendt diese Unterscheidung nutzt, um zu zeigen, dass das politische Urteil kein Unterfall des Erkennens, sondern des nicht einfach faktischen, sondern immer nur imaginären Übereinstimmens ist, dann lässt sich insbesondere die letztgenannte Perspektive nicht nur dafür nutzen, um mit Blick auf tagesaktuelle Probleme
Herr Daube hat es ja vorhin auch angekündigt, mit Blick auf tagesaktuelle Fragestellungen zu problematisieren, wie und wo die Grenzen des politisch Entscheidbaren und die Grenzen des von Experten Erkennbaren eigentlich genau liegen. Die hier in Frage stehende Problematik lässt sich vielmehr auch dahingehend formulieren, wo in dieser Taxonomie der vielfältigen Urteilsformen das spezifisch juridische Urteil eigentlich seinen Platz finden könnte. Auf den ersten Blick scheint es nun naheliegend, dieses Urteil, das spezifisch juristische Urteil, als ein bestimmendes Urteil zu qualifizieren. Die übliche Rede vom juristischen Syllogismus deutet eindeutig in diese Richtung, ebenso die damit zusammenhängende von der Subsumption. Das juristische Verfahren erfolgt demnach in strenger Parallele zum formallogischen Schluss im Modus ponens, wenn A, dann B, wobei A den Tatbestand und B die Rechtsfolge benennt. Dieser Zuordnung widerspricht jedoch eine auch nur etwas nähere Betrachtung des juristischen Verfahrens. Und zwar eine Betrachtung, die nicht etwa aus einer vielleicht apokryph zu nennenden Ecke stammt und deren Vorhalte aus Sicht des Mainstream daher von vornherein als nicht anschlussfähig zurückgewiesen werden könnten, sondern aus einer Perspektive, die umgekehrt das Herz dieses Mainstream selbst bildet, nämlich den buchstäblichen Kanon der juristischen Verfahren konstituiert. Ich spreche von der durch Friedrich Karl von Savigny begründeten, in ihrem Kern immer noch unveränderten juristischen Methodenlehre. Eigentümlicherweise bestimmt Savigny in dieser Lehre zwar einerseits die entscheidenden Regeln für die juristischen Rechtsanwendungs- qua Gesetzesauslegungsprozesse. Zugleich aber ist nach Savignys ausdrücklicher Auskunft am Grund der Auslegung der Gesetze kein Gesetz der Auslegung zu finden. Die gelungene, angeblich nach Savignys Wort regelmäßige Auslegung beruht vielmehr auf einer sich jeder kommunikativen Mitteilung entziehenden Regellosigkeit. In ihr passiert etwas, was sich weder festhalten noch festschreiben lässt. Aus diesem Grund, also dem Befund, dass es eigentlich keinen Grund gibt, sondern dass sich dieser jedem möglichen Zugriff sperrt und entzieht, aus diesem Grund, den man allenfalls als Abgrund bezeichnen könnte, kann die juristische Methode letztlich nicht wirklich gelehrt, sondern nur geschaut und nachgeahmt werden. Sie kann nicht im engeren Sinne verstanden und erkannt werden. Die Auslegung und dann darüber hinaus mit ihr verknüpft, die gesamte von ihr abhängende juristische Entscheidung ist demnach ganz streng und ausschließlich genommen kein rein normatives Geschehen. Sie ist, so Savigny auch wiederum ausdrücklich, sie ist eine Kunst, die sich als solche, Zitat, ebenso wenig als irgendeine andere durch Regeln mitteilen und erwerben lässt. Allein wir können durch die Betrachtung vorzüglicher Muster ergründen, worin die Trefflichkeit derselben liegt. Damit gewinnt die klassische Bestimmung des Jus als Ars Boni et Equi noch einmal einen anderen Zungenschlag. Ars steht danach hier ausdrücklich nicht für eine Technik, sondern für ein spezifisch ästhetisches Verfahren. Arendt hat diese merkwürdige Zwittergestalt des juridischen Geschehens gesehen. Sie hat sie zwar nicht ausdrücklich zu einer Theorie des juristischen Urteils ausgebaut, aber sie hat gewissermaßen sie an ihrem eigenen Leibe selbst erfahren und diese Erfahrung dann auch schriftlich festgehalten. Arendt macht dabei deutlich, dass das juristische Urteilen als ein Urteilen in ihrem Sinn verstanden werden kann, aber zeigt zugleich, dass sich über diese Ebene der Analyse noch eine weitere oder andere Ebene legt. Sowohl in der Diskussion mit Kollegen in Toronto wie in einem Brief an Karl Jaspers berichtet sie mit großem Enthusiasmus von ihrer Tätigkeit als Mitglied einer Jury
im amerikanischen Gerichtssystem. Arendt bestimmt dabei zunächst dieses Verfahren, Zitat, ganz klar als, wiederum Zitat, eine Sache des gemeinsamen öffentlichen Interesses. Und damit in ihrem Verständnishorizont als einen Aspekt, der gerade nicht durch Kalkül erschlossen und erkannt, also bestimmt werden kann, sondern der diskutiert werden muss. Zugleich aber soll die Entscheidung, wie der zuständige Richter für Arendt offenbar ebenso eindrucksvoll wie überzeugend erläutert hat in dem Verfahren, dem in diesem Verfahren unabänderlichen Gesetz unterstellt sein. Auch in dieser Sicht, in diesem Bericht von Arendt über ihre eigene Tätigkeit als Jurymitglied, steht also das Recht in einem seltsamen Zwielicht von festen Regeln und dynamischer Diskussion zwischen logischer und ästhetischer Urteilskraft. Das lässt dann einen letzten und abschließenden Schluss zu, den ich Ihnen nicht in der Form einer Feststellung, sondern einer Frage präsentieren möchte. Vielleicht eignet sich das rechtliche Verfahren nicht deswegen so gut als Vorbild für die Metaphorik und Architektonik des gesamten kritischen Systems, weil von ihm abschließende, ein für allemal feststehende Entscheidungen erwartet werden. Vielleicht eignet sich das Recht mit seinen Urteilsverfahren umgekehrt so gut für diese Beschreibung, weil ihm ein ganz eigenes Bewusstsein für die immer prekär bleibende Fiktionalität entsprechender Konstruktionen und damit verbunden für den Mehrwert des Prozedierens im Modus des als ob zu eigen ist. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Professor Augsberg, für diesen ausgesprochen aspektreichen Vortrag. Könnten Sie Ihre Freigabe aufheben, dass wir unsere Gesamtansicht bekommen? Das versuche ich gerade. Sie müssen Ihre Freigabe stoppen. Wir haben jetzt den Text noch vor Augen, wenn Sie Ihre... Ja, genau. Dankeschön. Und wir könnten ja auch versuchsweise, weil wir nicht so viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind, die Videos einschalten, dass man sich mal sieht. Mein Vorschlag ist zunächst, dass Sie Fragen, die Sie haben, auch in den Chat schreiben können. Aber selbstverständlich können Sie sich auch gleich einschalten mit dem Mikrofon. Sie springt von einer versteckten Kritik der politischen Urteilskraft. Ich habe die ganze Zeit die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin vor mir gesehen, wie sie, also, und das sage ich jetzt ohne Ironie, sondern nur, weil es hochaktuell ist, wie sie versuchen, alles, was Vernunft aufbringen kann, zustande zu bringen, um zu einer richtigen Beurteilung und zu einer richtigen Entscheidungsfindung zu kommen. Und da ist es eben, finde ich, ausgesprochen hilfreich, wenn man sich klar macht, dass es zwischen der theoretischen und der praktischen Vernunft noch ein Mittelding gibt, nämlich eine Urteilskraft. Und die große Frage besteht ja darin, wo die herkommt. Man kann sie feststellen. Also ich finde zum Beispiel, wenn Hannah Arendt das Bild benutzt vom das häufig zitierte, aber immer wichtig seiende Bild vom Denken ohne Geländer, dann ist das genau diese reflektierende Urteilskraft, die eben das Allgemeine noch nicht kennt, sondern die das Einzelne vor Augen hat, und zwar das Einzelne Unfassbare oder noch nicht Begriffene. Und die Urteilskraft muss es jetzt irgendwie schaffen, und vor allen Dingen auch die politische, dazu das richtige Allgemeine zu finden. Und ich finde, das haben Sie mit Ihrem Beitrag ausgesprochen anschaulich aufgeschlossen. Also herzlichen Dank dafür. Und ich möchte jetzt zunächst freigeben das Mikrofon für Fragen von den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Vielleicht kann ich ja, während sich die, oder gibt es schon eine? Ja, Sie können einfach sich das Mikrofon anschalten und sprechen. Wir sehen und auch die Kamera. Wir sehen dann, wer spricht. Das ist noch nicht der Fall. Dann noch mal. Vielleicht auf Ihre Bemerkung gerade eingehen wollen, weil ich die sehr interessant finde. Und ja. Wir wollen ja den Bogen tatsächlich spannen von den abstrakten, theoretischen Erwägungen, die bei Kant zu finden sind, zu dem Themengebiet und der aktuelleren Debatte über die Grenzen des Einbaus von Expertise in politische Entscheidungsfindungsprozesse. Ich meine, also Arendt meint natürlich Kritik der politischen Vernunft erstmal genau in dem kantischen Sinne, der nicht der des Kritik im Sinne des Bekrittelns und Madigmachens, sondern Kritik im Sinne tatsächlich das Reich der politischen Vernunft in seinen Grenzen abmessen und abstecken. Ja. Also das ist der erste Aspekt. Und damit verknüpft ist dann aber, und das ist das, was Sie ja völlig zu Recht gesagt haben und was interessant ist eben, die Beobachtung, dass für Arendt Politik, politische Entscheidung, nichts mit Wahrheit und Erkenntnis primär zu tun haben, sondern einen nochmal davon losgelösten eigenständigen Bereich betreffen. Und zwar so weitgehend, dass selbst Dinge, die wir als gewissermaßen absolut basalste Bestimmungen betrachten würden, also als eine Form von gewissermaßen so naturrechtlicher Basiswahrheit erachten würden, so etwas wie die Gleichheit der Menschen, Jeffersons, nicht sozusagen, that all men are created equal, selbst das bestimmt sie als ein Ergebnis einer politischen Debatte. Nicht als ein dieser politischen Debatte notwendig vorgegebenes. Die Gleichheit ist also nicht etwas, was einfach immer schon die Voraussetzung von allem Politischen sein muss, sondern sie ist auf eine eigentümliche Art und Weise in dieser Perspektive sogar, also auch wiederum ein Ergebnis davon. Ja, und ich glaube, das ist schon interessant für die, also für das, was Sie gerade genannt haben, ja auch zu sagen, was eigentlich den eigenständigen Charakter der Urteilskraft ausmacht und welches Vermögen wir in unterschiedlichen Bereichen da irgendwie vor Augen haben, im juristischen, im politischen, im ästhetischen, eine bestimmte Form von Einschätzungsfähigkeit, die von der Erkenntnisfähigkeit oder Befähigkeit, tatsächlich Wahrheitsbehauptungen aufstellen zu können, ganz rigide beschieden werden muss. Und das, glaube ich, ist tatsächlich eine interessante Perspektive eben auch für die Frage, was politisch vernünftig dann heißt. Ob politisch vernünftig nicht eben auch heißen muss, genau diesen Hiatus zwischen dem, was erkenntnismäßig bewältigt werden kann, und dem, was sich jenseits der Erkenntnis vollziehen muss, den auch stärker bewusst zu halten. Und in dem Sinne tatsächlich die eigene Urteilskraft als politische, jetzt in Arendts Sichtweise, als genuin politische Komponente stärker in Rechnung zu stellen und nicht durch eine Überlagerung von wahrheitsbezogenen Aussagen in diesem Fall sich diese Komponente gewissermaßen abschwänzig machen zu lassen oder selbst darauf zu verzichten. Herzlichen Dank, Herr Augsberg. Gibt es jetzt Fragen? Sonst würde ich hier noch mal anschließen. Ich habe ein Zitat mir aufgeschlagen aus dem Thema Verstehen und Politik von Hannah Arendt. Da spricht sie zunächst davon, dass sie sagt, Wissen und Verstehen sind nicht dasselbe, aber sie sind miteinander verbunden. Und dann sagt sie über das Verhältnis, Sie nannten das gerade Hiatus zwischen Wissenschaft und, wenn man so will, Meinung. Sie sagt, wenn der Wissenschaftler gerade durch seine Arbeit am Untersuchungsgegenstand in die Irre geleitet beginnt, sich als Experte in der Politik aufzuspielen und das allgemeine Verständnis, von dem er ausgegangen war, zu verachten, verliert er sofort den Ariadnefaden des gesunden Menschenverstandes, der allein ihn sicher durch das Labyrinth seiner eigenen Ergebnisse führen wird.
Das heißt, wir kommen nicht umhin, immer das Vorverständnis oder den Sensus communis oder das, was wir schon wussten, zu vergleichen mit dem, was wir wissen und von daher dann das wieder einzubinden in das, was aber allgemein die Auffassung ist und nicht eben den Experten zu spielen. Und das ist das Problem für mich, um zu begreifen, was Urteilsfähigkeit oder Urteilskraft ist, politische Urteilskraft. Ja, das ist natürlich ein wunderbar passendes Zitat, das man dann noch verknüpfen könnte mit der Frage, es geht eben auch um eine gewissermaßen so eine Öffnung des Ganzen. Es geht nicht nur um eine Feststellung und eine Rückbindung an das, was bereits gewusst und bereits vorab geklärt ist, sondern es geht um eine Öffnung, die in der Hinsicht eben diese etwas pathetische Dimension ja immer der Natalität, des Anfangs, des Geburtshaften beinhaltet, zu sagen, es ist etwas Neues möglich in der Welt. Und auch das hat vielleicht etwas damit zu tun, dass es eben nicht eine bloße Unterordnung unter bereits existierende Kategorien oder Vorstellungen ist, die sich hier vollzieht, sondern dass der Prozess in die umgekehrte Richtung verläuft und aus dieser Umkehrung des Geschehnisses dann auch die Möglichkeit erwächst, etwas tatsächlich vorher nicht Dagewesenes zu schaffen. Und auch das, glaube ich, steckt, nicht sozusagen könnte man damit verknüpfen, zu sagen, dass in dieser Entscheidung, in der Notwendigkeit zu entscheiden, eben immer etwas drinsteckt, was diesen Überschuss produziert. Das kann man negativ formulieren und sagen, die Entscheidung hat einen gewissermaßen irrationalen Charakter. Der Augenblick der Entscheidung ist ein Wahnsinn, heißt es ja in sozusagen berühmter Formulierung. Aber man kann es auch positiv formulieren und sagen, es ist eben nicht ein bloßes Ableiten. Es ist darin tatsächlich ein gewisser Spielraum und die Möglichkeit einer Eröffnung, ein Hinaustreten ins Freie, die ansonsten nicht gegeben wäre, wenn wir tatsächlich politische Entscheidungen als bloß wahrheitsgebundene erachten würden. Nicht? Ich glaube, das muss man muss wahrscheinlich die umgekehrte Perspektive einfach sich vornehmen. Es ist für uns nicht auf den ersten Blick ja ungeheuer attraktiv und sympathisch zu sagen, dass Politik und politische Entscheidungsfindung nicht einfach ins Blaue hinein agiert, sondern natürlich wahrheitsorientiert, wissenschaftlich fundiert und so weiter entscheidet. Aber der Fluchtpunkt dieser Argumentationslinie wäre eigentlich eine Selbstannihilierung von Politik. Ja, also eine Übergabe der eigenen Entscheidungskompetenz an eine andere Logik. Und das Arendtsche Verfahren im Rückgriff auf diese kantische Figur eigentlich der unterschiedlichen Formen der Urteilskraft legt genau den Finger in die Wunde, würde ich sagen. Dankeschön. Ich sehe eine Wortmeldung von Werner Busch. Ja, Herr Professor Augsberg, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ich verstehe das, was Sie ausgeführt haben, wirklich als eine Ausfüllung von Kant. Ich sehe da im Grunde keinen Widerspruch. Und ich möchte das, was Sie gesagt haben, mit zwei Bemerkungen verstärken und anschließend habe ich eine Frage. Also Friedrich Schlegel trägt einmal ein, Kant ist das Recht auf die inneren Teile geschlagen. Das heißt, also das hängt mit einem Urerlebnis von Kant, von der Kraft des juristischen Denkens zusammen, aber das muss man hier nicht ausführen. Also da wurde sehr früh gesehen, wie stark die Juristerei bei Kant auf alles auswirkt. Und das Zweite ist, ganz in dem Sinne, wie Sie das gesagt haben und wie Hannah Arendt das auffällt, es gibt eine Eintragung, dass Kant alte Richter ganz besonders bewundert. Das heißt, die greifen auf einen riesigen Erfahrungsschatz zu. Im Sinne von Hannah Arendt könnte man sagen, die können ganz viele Fälle erzählen. Denn Erfahrung ist ja von einem juristischen Fall, ist ja dann eine Erzählung, egal wie sie ausgefallen ist. Also das nur eine Bestärkung zu dem aus meiner Sicht, wie Sie es gesagt haben. Aber kann man diese Entformalisierung
des Urteils, wie ich sie verstanden habe, nicht ganz einfach an ein hohes Prinzip von Kant anhängen, nämlich an das oberste Prinzip der Zweckmäßigkeit des Zusammenlebens dieser seltsamen Wesen zwischen Raum und Zeit und Intellekt, die wir sind. Also kann man das nicht einfach anhängen, ich wiederhole, an den Gedanken der Zweckmäßigkeit des Zusammenlebens, das wird ja auch in der Urteilskraft gerade im zweiten Teil besonders deutlich. Und wenn man das als oberstes Prinzip nimmt, dann hat man ja eine grundsätzliche Entformalisierung, weil dieses Zusammenleben, und wir merken das doch gerade, wie leben wir jetzt angesichts Corona zusammen, eine Unzahl von Worten, Gesprächen, Erzählungen, Deutungen ist, mit der wir irgendwie zurechtkommen müssen, aber immer unter dem Prinzip der Zweckmäßigkeit des Zusammenlebens. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank erstmal für die beiden Anmerkungen. Das finde ich ausgesprochen interessant natürlich. Ich wollte auch nicht so verstanden werden, dass ich eine Kritik an Kant jetzt im Sinne von Bekritteln präsentiere. Es gibt diese Beobachtung zum Juridismus des Denkens, die ist tatsächlich relativ alt. Das Schlegel-Zitat ist natürlich besonders schön, aber sie hat, also sie wird relativ früh formuliert. Sie ist in jüngerer Zeit nochmal vehement artikuliert worden aus so einer neomarxistischen Ecke, auch was die juridische Form des Denkens überhaupt betrifft. Das finde ich zunächst mal also interessant und bemerkenswert, einfach als Befund, und würde dann aber versuchen, dem so einen etwas anderen Twist noch zu geben und zu sagen, dass das Recht in dieser Perspektive häufig eben vielleicht dann auch wiederum verkürzt gesehen wird, eigentlich als ein Unterdrückungsinstrument. Und da war vielleicht Kant eigentlich weiter. Ja, also das wäre am Schluss der Versuch gewesen, bei mir zu sagen, man kann natürlich sagen, ja klar, kategoristei, das heißt so wortgeschichtlich auf den Kopf zusagen, anklagen, da hat man also diese ganze Dimension von vornherein eingetragen. Man könnte aber auch sagen, in dieser Handlungsweise wird eben etwas deutlich, was dann auch am Recht wieder aufscheint, dass es eben nicht nur um Regeln geht, dass es nicht nur um Unterordnung und Zuordnung geht, sondern dass es auch um so etwas geht, wie das, was in der Tradition als das Schöne dann bezeichnet wurde. Ja, und dass auch das in dieser Sichtweise mit aufgenommen werden könnte. Und das führt mich zu dem, was Sie mit der Zweckmäßigkeit nennen. Da würde ich sagen, das würde ich auch unbedingt unterschreiben. Der Problem besteht wahrscheinlich nur darin, dass man tatsächlich eben auch gerade kantische Figuren noch schärfer nehmen muss und sagen muss, immer Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Und aufpassen davor, dass sich eine bestimmte Zweckbehauptung oder Zwecksetzung an die Stelle des Zweckmäßigkeitsgedankens als solchen setzt. Also das wäre die Frage, ob nicht in dieser Zweckmäßigkeit eben eine bestimmte Form von freiem Spiel mit enthalten ist, wenn Sie so wollen, eine bestimmte, also moderner formuliert, eine bestimmte Form von Prozeduralisierung letztlich, die sich materiellen Festsetzungen immer schon entzogen hat und gegenüber allzu raschen und allzu schnellen Festsetzungen, die den einen als verbindlich bezeichnen, dann immer auf eine Auflösung eigentlich genau dieses Verfahrens hinausläuft. Und das, glaube ich, kann man bei Arendt eben ganz gut beobachten, dass Arendt gegenüber solchen auch scheinbar ganz absoluten und unzurückweisbaren der Zweckbestimmung, etwa die Leistung der Gleichheit der Menschen, eben nicht als einfach gegebenen, also dass das nicht als ein etwas einfach gegebenes zurück unterstellt und darauf zurückgreift, sondern im gewissen Sinne auf eine Verflüssigung davon hinaus. Ja, und diese Verflüssigung, das wäre meine Frage, ob man die nicht eigentlich in dem Zweckmäßigkeitsgedanken oder ob man die nicht mit dem Zweckmäßigkeitsgedanken sogar gut verknüpfen könnte. Vielen Dank.
Es gibt eine Frage von Frau Professorin Blättler. Sie schreibt im Chat von technischen Problemen. Und deswegen lese ich also vor. Vielen Dank für diesen wunderbaren und facettenreichen Vortrag. Gerade die Wendung am Schluss gegen das Verständnis einer unmittelbaren Prozessierung durch rechtliches Urteilen mit dem Insistieren auf Mittelbarkeit und Kontingenz des Urteilens halte ich für sehr wichtig in der Debatte um Juridisierung. Meine Frage, dass in der Kritik der Urteilskraft eine versteckte Kritik der politischen Vernunft stecke, das ist ja doppeldeutig. Wie versteht das Arendt? Als etwas, das sie darin entdeckt oder als etwas, das Kant selbst darin versteckt hat oder beides? Ja, vielen Dank, Christine, für die Frage. Das ist natürlich sehr, freue mich sehr, dass du da bist auch und natürlich für die Frage ganz besonders. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde mutmaßen, dass Arendt selbst das eher versteht als nicht eine jetzt gewissermaßen vor der Zensur sich versteckende, heimliche, politische Selbstaussage Kants, sondern dass das im gewissen Sinne tatsächlich etwas ist, was ihm auch selbst und noch vor sich selbst verborgen geblieben ist. Dass das jedenfalls ihre Wahrnehmung ist. Dass das im gewissen Sinne also etwas ist, was er nicht als bewusstes zwischen den Zeilen lesen einer esoterischen Leserschaft zuspielt, also ein bewusstes Ausweichen vor der Zensur, mit der er durchaus Bekanntschaft gemacht hatte, sondern dass das tatsächlich an der Stelle ein Manöver ist, das, an dem er selbst noch, also mit dem er selbst nicht vollständig vorhanden gekommen ist. Also nur in der Wahrnehmung. Das müsste man tatsächlich sozusagen, das müsste man dann werkgeschichtlich irgendwie fragen, wo kommt die Kritik der Urteilskraft her, von der Lehre von den Geschmacksurteilen und so weiter, und wo will sie hin? Ist das etwas, was sich tatsächlich dort plausibel nachvollziehen lässt, oder steckt da vielleicht doch schon ein Überschuss mit drin? Ja, ich glaube, die Arendtsche Perspektive ist tatsächlich eher die, dass Kant von etwas spricht, dessen Bedeutung ihm selbst nicht voll bewusst ist. Also nicht gewissermaßen ein bewusstes, verdecktes Spiel betreibt, sondern ernsthaft glaubt, vorwiegend von ganz anderen Phänomenen zu handeln und diese zusätzliche Schicht oder die weitergehende Dimension nicht als gewissermaßen Zusatzbotschaft an eingeweihte Leser mittransportiert, sondern gar nicht vor Augen hat. Frau Blättler antwortet, ein Potenzial, das sie hervorholt. Ja, sowas. Ja, nicht, das ist gewissermaßen eine Deutungsoption. Einen Autor besser verstehen, als er sich selbst verstanden hat. Ja, das ist die Variante zu sagen. Und man könnte ja, das wäre ja dann vielleicht der Versuch, dann noch sozusagen den Arendtschen Ansatzpunkt noch weiter zu fassen. Man könnte dann fragen, ob das, was da wiederum mit dem Politischen doch auch wieder auf ein bestimmtes Gebiet bezogen zu sein scheint, jedenfalls in der geläufigen Deutung relativ eng gefasst ist, ob damit nicht wiederum eine bestimmte Form von einfach Sprachlichkeit adressiert wurde. Ja, also ob das wäre mein so etwas abgehackt, jetzt auch in anderer Hinsicht vorgetragener Versuch, irgendwie diesen Connect zwischen Zoon Politikon und Zoon Logon Echon eben wirklich ganz streng zu lesen und zu sagen, das, was politisch bedeutet, ist eigentlich nicht politisch im Sinne von gesellschaftliches System, Politik, sondern im Sinne von menschliches Zusammenleben. Und das heißt eigentlich sprachliches sich einrichten in Welt. Ja, und diese Form der sprachlichen Intersubjektivität, wenn man so will, die wäre dann das, was damit verknüpft wird, was mit dem Begriff der Urteilskraft auch angesprochen wird. Hierzu gibt es jetzt einen Kommentar noch von Frau Blättler. Sie schreibt, über den Chat kommt leider alles verzögert und abgehakt. 3 Punkte. Und dann, ich dachte vorhin auch an Leuks Juridismusbuch und finde, dein Ansatz nimmt dieser Kritik sozusagen seinen Gegenstand. Ja, das ist eine Habilitation, Frankfurter Habilitationsschrift, Juridismus,
dieses Thema in letzter Zeit ist sozusagen aus dieser Frankfurter Ecke, Christoph Menke stammend, die das Thema, glaube ich, nochmal in einer sehr interessanten Weise aufnimmt, aber im gewissen Sinne vielleicht die zu stark auf die These zurückzuführen ist, dass das Recht etwas Pathologisches ist. Ja, also zu sehr eigentlich das Recht schon als Gegner begreift und dann die rechtlichen Prägungen der philosophischen Tradition, Leut versucht das so durchzudeklinieren, an den Entscheidungen. Also Kant ist nicht sein Hauptmodell, aber Hegel vor allen Dingen, der junge Hegel, wird da herangezogen und andere. Und da würde ich sagen, ist im gewissen Sinne ein von vornherein relativ negatives Rechtsverständnis als Maßstab zugrunde gelegt, an dem dann gemessen wird, ob da die Juridifizierung erfolgt ist oder nicht, statt umgekehrt zu fragen, was man vielleicht in das Rechtsverständnis selbst auch ändern könnte, um dieses nicht ausschließlich aus der Perspektive eines kaschierten Gewaltunterdrückungsmechanismus zu verstehen. Ja, und das wäre die Frage, ob man nicht in dieser, deswegen dieses Savigny-Zitat, das ich wirklich bemerkenswert finde, weil Savigny der juristische Klassiker überhaupt ist, der mit dieser Art der Aussage aber im gewissen Sinne die Bodenlosigkeit der gesamten juristischen klassischen Tradition ganz gut offenlegt. Und wenn man darauf den Akzent legen würde, hätte man, glaube ich, eine ganz andere Perspektive und könnte eben diese Juridismus-These und die Juridismus-Kritik dann auch nicht mehr so einfach durchführen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Durch direktes Einschalten der Mikrofone oder im Chat? Ich hätte noch eine Frage, und zwar hatte ich gelesen im neuen Kant-Lexikon unter Geschmack und Urteilskraft, dass die es ist, Sie haben selber vorhin gesprochen von der gereiften Urteilskraft des Zeitalters, welches sich nicht länger durch Scheinwissen hinhalten lässt. Und in diesem Artikel im Kant-Lexikon, da ging es eben darum, dass diese Fähigkeit der Urteilskraft als ein drittes Erkenntnisvermögen, dass Kant sich nicht sicher war, ob das eine gegebene Fähigkeit ist, so quasi von Natur aus als Gattungseigenschaft, oder ob das eine Fähigkeit ist, die erst noch entstehen muss, die sich erst noch entwickeln muss. Also können wir etwas tun, um unsere Urteilskraft zu verbessern? Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, das deckt sich ja mit dem, was Herr Busch vorhin, da bin ich gar nicht drauf eingegangen, gesagt hat, mit diesem der Bewunderung für die älteren Richter und deren Erfahrungsschatz. Es gibt zwar tatsächlich so etwas wie ein, jetzt im juristischen Bereich, geschultes Judiz, bei dem ein gewissermaßen so implizites Wissen existiert, dass ein älterer Richter, eine ältere Richterin einfach weiß, wie das zu entscheiden ist, ohne das im Einzelnen genauer schon belegen zu können. Also mein akademischer Lehrer, mein Doktorvater, hat das immer noch berichtet von seiner Referendarzeit. Das hat ihn offenbar stark beeindruckt, dass er selbst als Referendar bei einem Landrichter tätig war, einem Handelsrichter tätig war. Und der hat ihm die Akte immer gegeben und hat gesagt, das und das ist der Fall und so muss es ausgehen. Und dann hat der Referendar sich wochenlang damit abgemüht und dann festgestellt, das stimmte. Ja, das ist eine merkwürdige Variante zu sagen, die also fast so durch Hand auflegen, ja, also da offenbar so eine Intuition erwirbt, die aber eben keine bloße Intuition ist, sondern auf einer Zwischenebene stattfindet, auch nicht bloß eine gewissermaßen kondensierte Erfahrung ist, glaube ich. Also nicht nur so, dass man sagt, wenn man 1000 Fälle entschieden hat, dann ist der 1001. gewissermaßen so in der Logik von selbstlernenden Algorithmen dann eben relativ leicht zuzuordnen irgendwie, sondern da steckt noch etwas anderes mit drin. Und dieses andere ist dann aber, das ist ja auch das Savigny-Zitat ganz interessant, das lässt sich eigentlich nicht erklären. Das kann man auch nicht im gewissen Sinne erwerben, sondern das ist das, was irgendwie als tacit knowledge oder implizites Wissen ja auch in so moderneren sozialwissenschaftlichen Untersuchungen analysiert wird, das kann man eigentlich nur durch Nachahmung erwerben.
Also da kann man wirklich nur gewissermaßen bei einem, keine Ahnung, Meister in die Lehre gehen und dem über die Schulter schauen. Und in dem Maße ist es wahrscheinlich von beiden etwas, würde ich sagen. Es ist offensichtlich eine Fähigkeit, die wir haben. Es ist eine Fähigkeit, sich miteinander einfach ins Benehmen zu setzen, sich in die anderen hineinzuversetzen. Aber das ist zugleich eben auch vielleicht doch eine Fähigkeit, die im gewissen Sinne trainierbar ist, ja, oder durch jedenfalls durch Übung verbesserbar ist, die nicht einfach, also die nicht einfach ohne weiteres immer gleich gegeben ist. Das heißt, es, letzte Frage von mir, das heißt, es ist ein kollektives Verfahren. Es war vorhin die Rede von der Einstimmigkeit mit anderen und zwar nicht durch Begriffe, sondern durch anderer Beitritt. Das heißt, es geht darum, dass man bei dem Benutzen, also die Urteilskraft, die stellt nicht fest, sondern sie stellt vor, haben Sie gesagt vorhin. Und dieses Vorstellen ist sozusagen, hier Leute, ich stelle euch meine Lösung, mein Urteil vor und ich brauche die Einstimmigkeit, ich brauche den Beitritt der anderen. Also es ist der Versuch, das Ganze, dadurch wird es dann politisch, das Ganze diskursiv zur Zustimmung zu bringen. Oder sehe ich das Ja, ich falsch? meine, der, das ist ja ein technischer Ausdruck, den Kant verwendet, wenn er von dem Machtspruch dann redet. Und das ist das Gegenphänomen. Das ist das punktuelle einzelne Geschehen, das einfach gewissermaßen performativ etwas sagt und dadurch bewirkt, ohne in irgendeinem Maße Rücksicht auf andere zu nehmen. Das Urteilsgeschehen kann natürlich auch etwas bewirken, aber hat in dieser Perspektive eben immer diese merkwürdige Form der Selbstduplizierung oder selbst auch Zerteilung im gewissen Sinne, dass es eben nicht einfach bei sich stehen bleiben kann, sondern dass es sich immer schon, dass es im gewissen Sinne immer schon zerfällt, mit Blick auf andere auflöst, von diesen anderen her erst seinen eigenen Standpunkt gewinnen kann. Und das kann man natürlich sozusagen als bloßes Verstärkungsgeschehenes nehmen. Sie können, also im juristischen Kontext sagt man, die Stimmigkeit einer juristischen Interpretation erweist sich dann an der imaginären communis opinio doctorum. Ja, die wird gewissermaßen auch so imaginiert, aber das hat dann einfach nur so ein Verstärkungsgehalt. Da gibt es einen gewissermaßen so Mainstream, den man sich vorstellt und dem man dann sich unterordnet. Aber Sie können eben auch sagen, es liegt darin, statt dieses bloßen Verstärkungsgestus, strukturell immer schon eine Selbstauflösung. Ja, oder also im ganz starken Sinne, also eine Selbst-Auflösung, eigentlich eine Auflösung des Selbst im gewissen Sinne, weil dessen Position sich immer erst im Gegenhalt zu den anderen irgendwie neu formieren kann. Und das, glaube ich, kann man ganz gut damit verknüpfen, sozusagen. Das ist etwas, was vielleicht in dieser Urteilskraft durchaus mit drinsteckt. Werner, gibt es bei dir noch eine Wortmeldung Ja, dazu? Herr Professor Augsberg, manchmal kann man sich das bei Kant ja ganz einfach machen, weil hinter den vielen Formulierungen, die Kant braucht, oft ganz elementare Erfahrungen sind. Kants Ästhetik geht am Anfang zurück, einfach auf den Geschmack, wie man nämlich für eine Gesellschaft ein gutes Essen aussucht. Und man weiß doch sehr gut, wenn man eine Speisekarte hat, das macht einem selbst schmecken, das schmeckt dem anderen nicht. Aber das andere ist ja, wenn man für andere wählen muss. So, und dann ist es ja so, jetzt komme ich auf die Frage von Roland Daube zurück. Ist nicht dieser Geschmack ganz einfach auch zu trainieren? Nämlich, im Sinne des, denn alles das, was wir ja tun, gerade in der Urteilskraft, ist ja wirklich ein Naturzweckverhalten eines intelligenten Wesens. Und die Erfahrung zeigt doch, wir können Chinesisch essen, Thailändisch, Mexikanisch und so weiter. Und auf diese Art erweitern wir doch unseren Geschmack. Und genau wie Sie eben gesagt haben, Herr Augsberg, man ist mit der Vorstellung des anderen Geschmacks immer gleich außer sich. Aber zeigt das nicht diesen Trainingscharakter,
den wir grundsätzlich mit unserer Urteilskraft durchgehen können. Ja, also es gibt natürlich zum einen eine schöne Ambiguität des deutschen Wortes Gerichtes, die man hier einspeisen könnte im doppelten Sinne, aber darum geht es nicht gewissermaßen. Das würde ich schon sagen. Gleichzeitig ist bei der deinem bloßen Geschmack im Sinne de gustibus manes disputandum, ja, für Kant auch eine Grenze nochmal. Also zwischen dem Geschmack an einem leckeren Essen und dem Geschmacksurteil im Sinne eines Kunstwerkes müsste man ja nochmal dann schärfer diskutieren, das dann die Grenze ziehen. Bei beiden würde ich aber sagen, ist im gewissen Sinne wahrscheinlich schon dieser Effekt durchzuführen. Ja, der zwar bei dem Geschmack im engeren Sinne ist es vielleicht noch eine stärker empirische Bewegung. Ja, also da geht es dann das ist eher erfahrungsgesättigt, während bei der Geschmacksfrage in dieser weitesten Sinne jetzt ästhetischen Sichtweise ist eigentlich nicht um, also da geht es wahrscheinlich auch durchaus, kann man konkrete Erfahrungen einspeisen, aber das ist zunächst mal eben immer ein gedanklicher Prozess. Ja, das finde ich das eigentlich Interessante daran, weil dieser gedankliche Prozess eben diese, eine gewisse Routine vielleicht, die man auch in der gedanklichen Selbstabspaltung entwickeln kann. Ja, also wenn man sowas wie so Schizophrenie trainieren könnte, also sich diese Form von Auseinandersetzung mit sich selbst oder Auseinandersetzung des eigenen Selbst, wenn man das im gewissen Sinne stärker in den Vordergrund stellt. Während bei der anderen Geschmacksfrage würde ich sagen, vielleicht auch der Unterschied daran liegt, dass das Gegenüber und das eigene Selbst noch relativ stabil vorausgesetzt werden. Ja, mit entsprechenden Präferenzen, die man im gewissen Sinne studieren und einüben kann. Aber die vielleicht schärfere Figur wäre tatsächlich die zu sagen, da gibt es etwas, was über sowohl den einen wie den anderen eigentlich hinausreicht. Also sowohl gegenüber das nicht sozusagen. Da hätte ich gedacht, das steckt vielleicht in dieser ästhetischen Komponente im anderen Sinne. Ich glaube, wir sind langsam durch mit dem Thema. Gibt es noch Beiträge, Wortmeldungen? Ansonsten danke ich nochmal sehr herzlich, Professor Augsberg, und auch Ihnen, Zuhörer und Zuhörerinnen, für Ihre Beiträge und für Ihr Interesse. Wir werden den nächsten Abendvortrag zusammen mit der Hermann-Ehlers-Akademie im Herbst haben und Sie bei Zeiten darauf hinweisen. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt einen angenehmen Abend und schließe demnächst die Veranstaltung. Herzlichen Dank nochmal. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für Ihre Geduld. Einen langen Abend. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bis dann.